Einsamkeit, die sie definitiv mit ihrem Schauspielkollegen Jamie Dornan teilt. Hast du dich mittlerweile an diesen Hype gewöhnt? Nein, meine Familie ist während der Dreharbeiten immer bei mir. Ich habe 2 Töchter, 3 Jahre und 10 Monate. Sobald ich nach Hause komme, muss ich die Rolle komplett abschütteln. Kinder erlauben es dir nicht, irgendetwas anderes zu sein, außer Papa. Das ist super. Heute verdient er angeblich schlappe 6,2 Millionen Dollar für den 2. Teil. Im Gegensatz zu Dakota ist er in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen. Kaum zu glauben, aber dieser Superstar wurde früher wegen seines Aussehens gehänselt. Jedes Kind ist doch total unsicher. Ich war immer der dünne, schlaksige. Diese Unsicherheit schleppe ich auch als Erwachsener noch mit mir rum. Ein Teil von mir wird sich immer fühlen wie das dünne Kind, das nicht mit den großen, starken Jungs spielen darf. Nach der Schule wird er in einer englischen Castingshow als Model entdeckt, arbeitet für diverse Designer, unter anderem auch für Calvin Klein. Durch seine 2-jährige Beziehung zur Schauspielerin Keira Knightley entdeckt Jamie die Schauspielerei. 2006 feiert er sein Debüt in Marie Antoinette. Jetzt, knappe 10 Jahre später, zählt er zu den angesagtesten Schauspielern Hollywoods und hat umso mehr weibliche Fans. Ich stand in einem Hotelaufzug neben einer Frau, die war ziemlich betrunken. Sie hat mir erzählt, dass sie, nachdem sie das Buch 50 Shades of Grey gelesen hatte, so viel Sex mit ihrem Mann hatte, dass sie am Ende schwanger wurde. Und das, nachdem sie es schon so lange versucht hatten und es ewig nicht geklappt hatte. Ich finde, das ist eine sehr schöne Fangeschichte. Hast du ihr gratuliert? Klar, ich habe sie gefragt, ob sie das Kind Christian genannt hat. Ja, dass bei Dakota und Jamie die Chemie eindeutig stimmt, ist kaum abzustreiten. Wenn man sich bei so einem Film so gut versteht, wie wir es tun, macht es die Tage echt leichter. Und kürzer. Kürzer. Bis 9. Februar müssen wir noch warten, dann startet der Film in den Kinos. Mit 2 überraschend ehrlichen Skandalstars, denen ich ihren Erfolg absolut gönne.